Wir blicken zurück auf die deutsche Strongman-Meisterschaft, die letzte Woche über die Bühne gegangen ist. Und wir machen das Ganze in zwei Teilen mehr oder weniger. Im ersten Teil dieses Videos möchte ich kurz die Ergebnisse des Wettkampfs nochmal durchgehen und im zweiten Teil dann mal etwas darüber reflektieren, was gut lief, was nicht so gut lief, vor allem in Bezug auf meine eigene Leistung, weil ich ja als ein Teil des Moderatorenteams vor Ort war. So, wir hatten 7 Disziplinen und 12 Teilnehmer. Die erste Disziplin war der Giant Locklift auf Maximalgewicht und den hat Dennis Kohlruss gewonnen, was wahrscheinlich niemanden großartig überraschen dürfte, mit einem Lift von 180 Kilogramm. Aber Matthias Winnerl hat auf jeden Fall um den Sieg gekämpft. Beide haben also sowohl Dennis als auch Matthias haben die gleichen Gewichtssprünge vollzogen. Beide haben den Wettkampf mit 170 Kilogramm eröffnet, sind dann im zweiten Sprung auf 180 gegangen, den beide erst einmal nicht geschafft haben. Im dritten Versuch hatte Matthias dann auch kein Glück, als er die 180 wiederholt hat. Dennis schon, dementsprechend ging der Sieg an Dennis. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass Matthias Dennis hier gepusht hat. Wenn ich an der Stelle von Matthias gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, ich mache einen gemütlichen zweiten Platz in diesem Teilnehmerfeld und spare dann ein bisschen Energie für die nächsten Disziplinen. Aber es ist so gekommen, wie es gekommen ist und Albin hatte sich dann langsam hochgekämpft und dann zusammen mit Matthias den geteilten zweiten Platz mit 170 Kilogramm gemacht. Und ich glaube, ich rede jetzt hier auch nicht über jede Platzierung, sondern immer nur über die Top 3, Top 4. Ich blende euch jetzt die Tabelle irgendwo ein, beziehungsweise das ist meine selbst erstellte Tabelle aus Gründen der Übersicht. Die richtige Tabelle ist natürlich auf der Seite der GFSA vorzufinden. Weiter ging es mit einer der unvorhersehbarsten Disziplinen an diesem ganzen Tag, nämlich dem Yoke und Power Stairs Medley. Ich war wirklich positiv überrascht von den Jungs, dass tatsächlich 5 Athleten den ganzen Kurs bewältigt haben. Im Vorfeld hatte ich mir die Gewichte angeschaut und mal so ein bisschen überlegt und dachte, dass vielleicht 2, 3 die ganze Disziplin schaffen. Aber nein, die Jungs haben sich wirklich gut geschlagen. Vor allem das Yoke, 400 Kilo für 15 Meter, war für die allermeisten gar kein Ding und die sind da einfach durchgeflogen. Und die Athleten, die die Power Stairs nicht beendet haben, denen wurden dann Meter angerechnet. Wie gesagt, das Yoke war 15 Meter lang und dann zählte quasi jede Power Stairs Stufe als 1 Meter. Das heißt 19 Meter, heißt die Athleten haben insgesamt 4 Stufen geschafft. Das heißt alle 3 mit dem leichteren Gewicht und eine mit dem schwereren. Auch hier hat Dennis Kohlruss den Sieg davon getragen, dicht gefolgt von Johannes Eichinger, der offensichtlich ein Power Stairs Naturtalent ist. Und auf dem dritten Platz hat sich Patrick Eibel eingereiht, aber auch Leo Zimmermann und Dennis Schäfer haben, wie gesagt, den ganzen Kurs bewältigt. Disziplin Nummer 3 waren die Objekte, die geschultert werden mussten und hier ging es für die allermeisten Athleten quasi nur um die letzten beiden. Die ersten 2 waren für die wenigsten Jungs ein Problem, im Prinzip hatte nur Martin Mosch seine Schwierigkeiten und Tobias Schönfelder, der sich leider beim Sandsack verletzt hatte. Es schien jetzt nichts übermäßig Schlimmes zu sein, aber trotzdem war der Wettkampf für Tobias an dieser Stelle zu Ende und natürlich wünschen wir ihm nochmal eine gute Genesung und hoffen, dass er sich dann nächstes Jahr nochmal über die Pro League zur deutschen Meisterschaft qualifiziert. Das fand ich ausgesprochen schade, dass er an dieser Stelle aussteigen musste, denn bis zu diesem Zeitpunkt war er in beiden Disziplinen ganz ordentlich dabei und ich denke, Tobias wäre sogar im Mittelfeld gelandet, wenn ihm diese Verletzung nicht in die Quere gekommen wäre. Hier konnten sich viele Athleten, die auch historisch gut im Stone-to-Shoulder sind, weit vorne platzieren. Dennis Kohlruss hat erneut gewonnen, jetzt schon die 3. Disziplin in Folge. Albin war 3., Matthias Winnerl war 4., aber Alex Zahn konnte hier den 2. Platz ergattern und das war so der Moment, wo ich gedacht hatte, okay, Alex ist wirklich in Form und er kann hier auf jeden Fall einiges erreichen, wenn er so weitermacht. Und was soll man sagen, Alex hat auf jeden Fall stark weitergemacht. Die 4. Disziplin des Conan's Wheel konnte er gewinnen. Platz Nummer 2 beim Conan's ging an Leonard Zimmermann und dann kam das Dennis-Kontingent mit Dennis Schäfer und Dennis Kohlruss. Als nächstes standen die Fingles Fingers an, auch so eine Disziplin, in der man quasi vorher gar nicht wusste, was eigentlich passieren wird. Letzten Endes waren alle Athleten im Bereich von 2 bis 3 dieser Finger von den insgesamt 4, die umgeschmissen werden mussten. Auch hier konnte Dennis Kohlruss den Sieg davontragen, war auch keine Überraschung, Dennis ist einfach technisch, würde ich sagen, nochmal auf einem anderen Level als die anderen Athleten. Und er hat dann gesehen, dass 3 gereicht haben, um zu gewinnen und hat dann auch den 4. gar nicht mehr angefasst. Matthias Winnerl konnte hier einen starken 2. Platz erreichen und Patrick war, wie man das von ihm kennt, immer vorne mit dabei unter den besten 3, 4 Leuten. Die vorletzte Disziplin war der LKW, der Hand über Hand gezogen werden musste. Auch hier konnte Dennis wieder einen Disziplinsieg einfahren. Der Okinger hat wieder gezeigt, wie gut er im Arm-over-Arm ist. Er hat den 2. Platz belegt und Patrick Eibel den 3.
Und man sieht hier, wie knapp die Ergebnisse beieinander lagen. Viele Athleten im Bereich 40 Sekunden. Dennis der Einzige, der es in unter 40 geschafft hat. Und den Abschluss haben die Atlas Stones, also die Kugeln, gebildet. Und das war wirklich eine brutale Disziplin. Also wir hatten 5 Kugeln, 100, 130, 150, 170 und 190 Kilogramm. Und die Plattformen waren auch wirklich hoch. Also um das Ganze mal etwas ins Verhältnis zu setzen, Giants Life haben ja zwei dieser Stone Runs. Der eine ist der leichtere, 100 bis 180 Kilo. Der schwere ist 120 bis 200 Kilo. Das heißt, wir haben hier gewichtsmäßig so auf Giants Life Niveau uns befunden. Und da kam noch der Run-In dazu, der bei Giants Life nicht dabei ist. Plus die Plattformen, zumindest die ersten zwei, waren, würde ich sagen, auch höher als bei Giants Life. Das heißt, wir reden hier wirklich über einen Stone Run auf einem hohen internationalen Niveau. Das hat sich aber auch in den Ergebnissen wiedergespiegelt. Also bei Dennis muss man sagen, Dennis hatte schon einen riesigen Vorsprung dann vor der letzten Disziplin. Und ich weiß noch, wie ich da mit Dennis und Martina uns dieses Ergebnisblättchen angeschaut habe. Und wenn ich das im Kopf richtig überschlagen hatte, dann musste Dennis die letzte Disziplin gar nicht mehr machen. Aber er hat sich dann doch noch dazu entschieden, quasi um auf Nummer sicher zu sein und ja auch um den Zuschauern etwas zu bieten. Ja, und Dennis war der Einzige, der alle Kugeln geladen hat. Albin Hasanovic konnte den Wettkampf stark beenden mit einem zweiten Platz. Und auch Alex Zahn hat es hier nochmal unter die Top 3 geschafft. Albin, Alex, Dennis Schäfer und Matthias Winnall waren dann auch die einzigen, und Dennis Kolos natürlich, der den fünften geschafft hat, die 4 Steine geladen haben. Und das bringt uns dann zu folgendem Gesamtergebnis, das hier irgendwo eingeblendet sein wird. Und wie man nur unschwer erkennen kann, hat Dennis mit einigem Abstand gewonnen. Also Dennis Kolos, sollte ich sagen, wir haben ja 2 Dennis in diesem Teilnehmerfeld gehabt, die offenbar kurz davor stehen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Jedenfalls Dennis Kolos mit über 20 Punkten Vorsprung. Das war wirklich eine Ansage, also schon eine richtige Klinik, wie man einen Strongman-Wettkampf gewinnt. Und ich kann einfach nur sagen, Gratulation Dennis, das hast du dir auf jeden Fall verdient. Ich bin ja auch jemand, der zum Beispiel im Vorfeld gesagt hatte, dass ich gern zum Beispiel mal wieder einen Farmers Walk sehen möchte oder einen Frame bei der deutschen Meisterschaft. Und ich werde auch in Zukunft Lobbyarbeit betreiben, damit sich das möglichst wieder einstellt bei der deutschen Meisterschaft. Aber man muss eben auch konstatieren, dass Dennis unabhängig davon gewonnen hätte, ob jetzt hier ein Farmers drin gewesen wäre oder ob ein normaler Deadlift drin gewesen wäre. Er hatte einfach so viel Vorsprung, er hätte eine Disziplin komplett auslassen können und hätte trotzdem gewonnen. Also wie gesagt, Glückwunsch an Dennis, vierfach stärkster Mann Deutschlands. Und so wie die Sache aktuell läuft, denke ich, dass er da auch noch ein paar Titel seiner Sammlung hinzufügen kann in zukünftigen Jahren. Den zweiten Platz hat Patrick Eibel gemacht, der damit quasi seinen Titel als deutscher Vizemeister verteidigen konnte. Zum zweiten Mal in Folge zweitstärkster Mann Deutschlands. Und ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass die Zeit von Patrick kommen wird, wo er diesen Titel innehat als stärkster Mann Deutschlands. Patrick hat immer noch die Tendenz dazu, ein paar Fehler zu machen. Die Stones liefen wieder nicht nach Plan. Ich denke, da ist er wieder seinem Potenzial nicht ganz gerecht geworden. Und das würde er wahrscheinlich auch selbst so sehen. Aber man merkt einfach auch, wie weit Patrick gehen kann und dass er sich immer noch verbessert. Zum Beispiel hat er sich beim Conan's Wheel ziemlich gut gesteigert. War ja sonst immer eine historisch sehr schlechte Disziplin für ihn. Diesmal hat er immerhin ein paar Jungs geschlagen. Arm over Arm war gut, Lock war eigentlich auch gut, wobei er da auch einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, den 165er musste er zweimal drücken, weil er einfach zu schnell nach oben war und da nicht aufs Absignal gewartet hat. Und ich meine, ein Double mit 165 Kilo ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Also ich denke, wenn er die perfekt getroffen hätte, hätte er sogar 170 Kilo an dem Tag geschafft. Und das ist natürlich sehr vielversprechend, weil Patrick zum Beispiel 2021, 2022 rum ja immer noch viele Punkte verloren hat beim Lock und jetzt ist er, wie gesagt, auf dem richtigen Weg. Die große Überraschung an diesem Tag war Alex Zahn. Und das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen ironisch, denn vor dem Wettkampf hatte ich mich noch ein bisschen unterhalten mit Alex und Dennis Schäfer und ich meinte noch etwas so nach dem Motto, ja, also es kann ja wirklich viel passieren bei diesem Wettkampf, aber in meiner Top 3 mit Dennis, Patrick und Albin bin ich mir relativ sicher, dass da keiner rankommt. Und es war dann wohl einfach Ironie des Schicksals, dass Alex dann noch den dritten Platz gemacht hat und Albin auf den vierten abgerutscht ist. Also Alex hat da wirklich den Wettkampf seiner Karriere hingelegt, zumindest seiner Karriere bis jetzt. Er scheint ja immer noch rasant besser zu werden und es war wirklich mega stark, was er da geleistet hat.
Er war nicht mal unbedingt in den Disziplinen so gut, in denen ich ihn ganz weit vorne gesehen hatte, wie beim Arm over Arm oder bei den Power Stairs. Aber dafür in anderen Sachen, also Kugeln, Stone to Shoulder und so weiter und so fort. Auch die Fingles Fingers waren gut. Und wie gesagt, Albin hat dann nur den vierten Platz gemacht. War nicht ganz der Wettkampf, den er sich erhofft hat. Obwohl er noch so ein paar Schwächen hat, merkt man aber auch, dass er in vielen Dingen einfach zu den besten Athleten in Deutschland gehört. Und an dieser Stelle noch ein bisschen Werbung. Und zwar, wenn ihr am 19.10. nach Siegen kommt, zum Deadlift-Wettkampf von Max und Manni, dann werdet ihr einen deutschen Rekordversuch von Albin sehen im Kreuzheben. So, wie gesagt, ich werde jetzt nicht zu jedem Athleten im Einzelnen etwas sagen, außer dass das Teilnehmerfeld wirklich sehr, sehr stark war und ich finde, es gab da auch überhaupt keine schwachen Athleten. Man muss das ja immer im Verhältnis sehen. Also wir haben in Deutschland irgendwas über 80 Millionen Einwohner und das sind die 12 stärksten Menschen von diesen 80 plus Millionen. Und alleine die Qualifikation zu schaffen, ist ja mittlerweile echt schwierig. Also kommen wir zu dem Teil, wo ich reflektieren will, wie der Wettkampf war. Und man muss auf jeden Fall schon mal konstatieren, dass der Wettkampf sehr schnell ablief. Es gab nicht viel Zeit für großartige Ansprachen jetzt zwischendrin. Das habe ich an mehreren Stellen gemerkt. Ich habe mir da sogar eine kleine Rede vorbereitet, die ich vor dem Wettkampf eigentlich runterrattern wollte. Dazu kam ich nicht, weil im Prinzip einfach keine Zeit war. Also lasst mich das hier kurz einbauen. Und zwar war es für mich so, und ich glaube, ich spreche dafür alle von der Crew, von den Athleten und so weiter und so fort, dass ich es als sehr großes Privileg empfunden habe, in einer solchen Räumlichkeit, in so einer großen Halle, mit so vielen hunderten Kraftsportbegeisterten diesen Wettkampf abzuhalten. Wir freuen uns natürlich immer extrem über Freunde und Familie und so weiter und so fort, aber diese Entwicklung zu sehen, dass es mittlerweile ernsthaft Fans von Strongman in Deutschland gibt, das ist schon wirklich etwas Bemerkenswertes und wir rechnen das den Zuschauern auch sehr hoch an, dass die da alle so zahlreich erschienen sind. Ich glaube, das hat man an diesem Tag gemerkt, dass da so eine gewisse Aufbruchstimmung herrschte und auch so eine gewisse Bestätigung, dass die Leistung, die Arbeit, die man hereingesteckt hat über die Jahre, dass die jetzt endlich Früchte trägt. Von so Leuten wie Dennis, von Heinz, die da schon Jahre und Jahrzehnte dran arbeiten, dass der Sport in Deutschland wächst. Und das war jetzt quasi die Bestätigung, dieses Event in einer solchen Größe, dass diese Arbeit sich eben auszahlt. So viel dazu. Und eins habe ich vergessen zu erwähnen. Ich war eigentlich mit meiner Kamera vor Ort. Das Problem war folgendes. Also es gab zwei Probleme. Zum einen lief der Wettkampf so schnell, dass der Log dann schon losgegangen ist und ich vergessen hatte, die Kamera einzuschalten. Dann habe ich so mitten während des Logs gemerkt, ah Mist, jetzt ist das Video in jedem Fall schon mal unvollständig. Dazu kam noch, dass diese Halle wirklich proppenvoll war. Und ich wusste wirklich nicht, wo ich die Kamera hinstellen soll, um so Disziplinen wie, sagen wir mal, den Arm over Arm oder das Yoke, um die komplett aufzunehmen. Denn ich konnte ja nicht rumrennen mit der Kamera, ich musste die stationär irgendwo hinstellen. Und dann bist du schon wieder an dem Punkt, wo du die Kamera halt irgendwo in die Menge stellen musst, damit das ganze Bild drauf ist. Und dann muss da nur mal jemand aus Versehen mit dem Arm dagegen rempeln, dann fällt das Ding um und die Kamera ist kaputt. Dieses Risiko wollte ich einfach nicht eingehen. Deswegen konnte ich den Wettkampf auch nicht aufzeichnen. Das tut mir einerseits sehr leid, weil ich ja das irgendwie auch mit Dennis abgemacht hatte. Aber da müssen wir halt nächstes Jahr irgendeine bessere Möglichkeit finden, dass man halt sagt, die Stelle ist eingeplant für meine Kamera. Denn da war ja auch noch ein ganzes Kamerateam, das da immer rumgewieselt ist und eine Helfer, Judges und so weiter und so fort. Und ich wollte jetzt auch nicht einfach die Kamera irgendwo mitten in den Weg stellen. Das wäre ja auch irgendwie doof gewesen. Also vielleicht nächstes Jahr. Aber diesen Sonntag, vielleicht ist es schon raus, wenn ihr das Video seht, kommt das Video zur Deutschen Meisterschaft auf dem Kanal von Dennis. Was meine Leistung angeht als Moderator. Ich habe noch nicht mit Dennis drüber geredet oder mit Marcel, das sind ja die Leute, die da quasi die Vision haben. Vielleicht sagen die ja auch, nee, war nix, nächstes Jahr hole ich den Enrico nicht mehr. Aber was ich so gehört habe von den Athleten und von den Zuschauern, fanden die Moderation ziemlich gelungen. Ich war ja unterwegs als ein Drittel des Moderatorenteams. Also Dennis hat einfach eine super Stimme und der kann da quasi die ganze Zeit irgendwie motivierendes Zeug reden. Das fand ich sehr cool. Julie hat mir dann netterweise die Interviews abgenommen. Ich hatte das erste Interview mit Dennis geführt, nachdem er den Log gewonnen hat. Das lief nicht so gut jetzt aus meiner Sicht. Also ich muss sagen, ich bin kein
Natürlich begabter Interviewer. Das ist wohl auch irgendwie so das Strongman-Gen, dass man Dinge einfach hinnimmt, ohne Fragen zu stellen. Wenn es heißt, ja, ne, wir machen Stones, was für Stones, egal, Stones and Stones und so weiter. Also ich bin niemand, der sich da spontan irgendwelche Fragen überlegen kann. Als ich Anfang dieses Jahres den Eisensani interviewt hatte oder Money, hatte ich mir da im Vorfeld Fragen zurechtgelegt, aber so spontan sich irgendwas auszudenken, ist nicht meine Sache. Dementsprechend war ich da ziemlich froh, dass mir das Juli abgenommen hat. Und ich bin auch, um es nochmal explizit zu betonen, mit diesem Team sehr glücklich gewesen. Was meine eigene Leistung angeht, bin ich ja immer jemand, der so von Natur aus nie ganz mit sich selbst zufrieden ist. Also ich war im Vorfeld eigentlich gar nicht aufgeregt, aber als es dann tatsächlich losging und man so in dieser mehr oder weniger Arena ist mit ein paar hundert Leuten, ach, da wird es einem schon ein bisschen anders. Vor allem auch, weil ich noch nie einen Wettkampf in dieser Größenordnung moderiert hatte. Und da merkt man, am Anfang war ich noch so ein bisschen am Stottern. Teilweise Aufregung. Es ist aber auch teilweise so, dass ich kein übermäßig begabter Redner bin. Das merkt man auf YouTube wahrscheinlich nicht so sehr, weil ich da immer, wenn ich mich verhaspel, kann ich relativ leicht rausschneiden. Live wird das dann noch ein bisschen offensichtlicher. Also ich habe keinen Sprachfehler oder so. Ich glaube, das ist einfach nur mangelnde Übung von Jahren und Jahrzehnten der Stubenhockerei. Aber deswegen mache ich das hier ja auch unterm Strich, damit ich mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausbewege und mich in diesen Bereichen auch verbessern kann. Ich hatte ein paar faktische Fehler gemacht. Also ich meinte einmal zum Beispiel, dass in dem To-Shoulder-Medley eine Kugel dabei wäre. Das war natürlich Humbug. Ich hatte einmal oder ein paar Mal die Startreihenfolge beim Log falsch vorgelesen. Also ich hatte dann halt René und Heinz so ein bisschen über die Schulter geschaut, was die da sich aufgeschrieben hatten. Ich musste dann auch erstmal ihr System rausfinden, denn ich hatte mit René, dem zweiten Schiedsrichter an dem Tag, hatte ich vorher auch noch geredet. Was ist denn jetzt die Sache? Machen die eine Log Rising Bar oder rundenweise? Und er wusste es noch nicht. Und ich wusste es auch nicht, bis der Wettkampf losging. Und ich dachte erst, sie machen es Rising Bar, aber nein, es war dann doch rundenweise. Und wie gesagt, da gab es ein bisschen Verwirrung. Wie gesagt, so halb meine Schuld, halb wusste ich es einfach nicht besser. Aber ansonsten muss ich sagen, dass meine Moderation wahrscheinlich besser war, als ich es erwartet hatte. Also, ne, gab ein paar lustige Momente und so weiter und so fort. Woran ich auf jeden Fall noch arbeiten will in Zukunft, ist die Sache mit den Ergebnissen. Denn mein Anspruch ist ja auch, so ein bisschen herauszuarbeiten, wie Strongman eigentlich funktioniert. Ich glaube, der Eindruck, den halt viele Zuschauer, wenn sie irgendwie auf YouTube Strongman sehen oder jetzt den Wettkampf vor Ort sich angeschaut haben, ist halt so nach dem Motto so, großer Mann hebt großen Stein, Uga Uga und so weiter und so fort. Und es ist halt mehr so eine Freakshow und weniger ein richtiger Sport. Und ich versuche halt, diesen Sportaspekt rauszuarbeiten. Und dazu gehört meiner Meinung nach auch zu sagen, wie das Punktesystem funktioniert, wie sich die Athleten platziert haben. Und wir hatten das ausdiskutiert. Und man muss auch einfach sagen, wir sind da in Deutschland noch an einem anderen Punkt als international. Wie gesagt, bei Giants Live ist es ganz klar, nach dem Wettkampf wird da die Tabelle eingeblendet auf dem Bildschirm. Kann sich jeder angucken, wie der aktuelle Stand ist. In Deutschland sagt eigentlich nie jemand öffentlich zu den Zuschauern, wie gerade die Ergebnisse stehen. Insofern habe ich da was Neues probiert. Und ich habe das dann auch ausdiskutiert mit Martina, die so die Listen geführt hat und so weiter und so fort. Und das Argument war quasi, wenn man die Gesamtstandings vorliest, kann es ja auch durchaus sein, dass es wie bei Dennis so ist, dass es heißt, nach 6 Disziplinen hat jemand gewonnen. Also der Kampf um den Titel ist entschieden. Das ist natürlich irgendwo antiklimaktisch, das ist mir bewusst. Und wir haben dann letztendlich einen Kompromiss getroffen, dass ich nur die Ergebnisse von der jeweiligen Disziplin vorlese, die gerade über die Bühne gegangen ist und nicht die Gesamtstandings. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und ich hatte das gemacht für die ersten 3 Disziplinen oder so. Dann kamen die Fingles Fingers und das war wirklich so schnell in diese nächste Disziplin rein, dass ich gar keine Möglichkeit mehr hatte, da großartig was vorzulesen. Auch weil Martina ja erstmal alles durchgerechnet hat und ich wollte ihr da auch um Gottes Willen nicht ihr Blatt wegnehmen, nur damit ich da was vorlesen kann. Und das hatte sich dann letztendlich so kumuliert. Ich hatte dann auch 2-3 Disziplinen ausgesetzt, damit die anderen mal was zu reden hatten.
Und ich glaube, nach der dritten Disziplin wurden dann keine Ergebnisse mehr angesagt. Und das ist auf jeden Fall etwas, das ich angehen möchte in den kommenden Jahren, dass das so ein bisschen stringenter durchgezogen wird mit den Punkten. Das gehört für mich einfach zu einem professionellen Sport dazu. Optimalerweise hätte man natürlich irgendwie so einen riesigen Bildschirm an der Wand gehabt, aber ich weiß natürlich, dass das alles viel Arbeit ist, nur damit da ein paar Zahlen dann stehen würden. Ansonsten fand ich die deutsche Meisterschaft wirklich herausragend. Ich hatte es ja schon auf Instagram gesagt im Vorfeld, dass ich denke, dass dieser Wettkampf in Deutschland neue Maßstäbe setzen wird. Und ich denke, das hat er auch wirklich getan. Also einfach vom Maßstab her, ne, mit der ganzen Produktionsqualität, mit den Athleteneinläufen und so weiter und so fort. Und dann diese Meet-and-Greet-Runde am Ende mit den Autogrammen, wo die Athleten dann nochmal gesessen haben an so einem Tisch, also wirklich alles einwandfrei. Und ich habe es ja auch in gewisser Weise mitbekommen, weil ich ja auch auf der Wettkampffläche unterwegs war. Es gab da, sagen wir mal, so ein halbes Dutzend Momente an diesem Tag, wo die Zuschauer wirklich komplett durch die Decke gegangen sind. Und das war so eine Beschallung von allen Seiten. Es war so laut und so ein krasses Gefühl. Also es ist wirklich gerade für die Athleten, die sowas in Deutschland nicht gewohnt sind, muss das wirklich eine lebensverändernde Erfahrung gewesen sein, so abgedroschen es auch klingt. Also ich hoffe wirklich, dass Dennis und seine Crew da anknüpfen können an diesen Erfolg und dass wir vielleicht nächstes Jahr sogar noch größere Räumlichkeiten beziehen können. Denn eigentlich war diese Halle schon wieder zu klein für die ganzen Zuschauer, die da rein wollten. Das waren meine Gedanken zur deutschen Meisterschaft. Schreibt gerne eure in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Video.